Ding. Ich wusste, dass sie geht. Sheriff, die Dollarbande kommt in die Stadt! Pass auf! Schon wieder. Die Bank ausrauben, wir müssen was tun. Ich kann aber nichts tun, bevor ich das Ding hier nicht zusammen habe. An dem Ding fehlen jetzt sowieso die Schrauben. Ich hol mein Buch. Hm? Na, du weißt doch. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Erst hast du so eilig und dann willst du lesen. Ach, Sheriff. Ich meine doch mein Buch mit den Verkehrszeichen. Das ich aus der großen Stadt mitgebracht habe. Ah, das mit den komischen Tricks. Das sind keine Tricks, das sind Regeln für den Straßenverkehr. Für was? Für den Straßenverkehr. Hey, Boss, du meinst, die Bank platzt heute vor Geld? Na klar, da kannst du sicher sein. Wenn heute nicht das große Ding läuft, dann fress ich meinen Hut. Verstanden? Wenn du das sagst, Boss. Verstanden? Bitte. 12:12. Dann ist die Bank noch offen. Ja, komm jetzt, Sheriff. Ja. Ach komm schon, wir haben keine Zeit mehr. Und der rennt wieder. Also Jungs, die Tücher rüber und los jetzt. Also, 1, 2, 3, 4. Links rüber rein. 1, 2, 3, 4. Immer dieser Gleichschritt. Klappe. Nein, nein, das kommt nicht in Frage. Aber Sheriff, das ist so, wenn man... mich doch nicht so vor der Dollarbande. Sheriff, das ist unsere einzige Chance, verstehst du das nicht? So sind wir ihnen überlegen. Ich kann mich doch nicht so vor den Leuten zeigen. Ach, die Leute, die haben sich doch alle verschanzt und verkrochen. Und was ist mit der Dollarbande? Die kriegen doch einen Lachkampf. Die werden nichts mehr zu lachen haben. Hank, bitte nicht so. Ich bin der Sheriff hier. Die Dollarbande kriegt keine Luft mehr, wenn sie dich sieht. Hm? Wie sehe ich bloß aus? Einfach großartig. Ich habe sie zwar für mich gekauft, aber dir steht sie noch besser. Komm, jetzt erkläre ich dir erstmal alles. Und komm schon. Da ist ein Gespenst. Hey, Boss, ein Geist! Ach, ihr spinnt ja. Sieht doch jeder. Ist eine Vogelscheuche. Los! Also, ich habe noch nie eine weiße Vogelscheuche gesehen. Gibt doch auch weiße Vögel. Maul halten! Was war denn das zum Teufel? Ich war das nicht. Hier. Hörte sich an wie ein Zug. Welche Überraschung. Die Dollarbande ist mal wieder da. Los, Jungs, runter mit den Tüchern und zuhören.
Das Gesicht kenne ich. Sag das dem Boss. Hey, Boss, das Gesicht kommt mir bekannt vor. Ach, halt doch die Klappe! Dieses Gesicht habe ich irgendwo schon mal gesehen. Das ist der Sheriff. Er will euch auch noch was sagen. Das wollen wir da nicht hören. Also, wir legen da gar keinen Wert. Nein, danke. Also, ich bin ein... Ich bin ein... Er ist unser Sheriff und der Verkehrspolizist. Ja, wenn er Spaß dran hat. Unsinn, er regelt den Verkehr. Und jetzt zeigen wir euch, wie das vor sich geht. Sheriff, zeig ihn mal Stopp für die Fußgänger in dieser Richtung. Und jetzt Stopp für die andere Richtung. Ah? Der Sheriff tanzt? Wenn ich euch ansehe und meine Arme ausgestreckt sind, dann heißt das Stopp und ihr dürft nicht über die Straße gehen. Aber wenn ich mich zur Seite drehe, dann heißt das, ihr dürft gehen. Verstanden? Ist das alles? Nein. Hier. Mhm. Eine Hand nach oben heißt Achtung. Was? Achtung, die Richtung ändert sich gleich. Aha. Das will ich hoffen, wir haben es eilig. Achtet auf meine Zeichen. Dann sehen wir ja, ob ihr es gelernt habt. Wir? Ja! Ihr seid doch Fußgänger, oder? Ich dachte immer, wir wären die Donnerbande. Aber man lernt ja nie aus. Hank, wie lange soll ich denn noch so stehen? Und jetzt! Also Jungs, wir können gehen. Aufstellen. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Erstmal sehen wir nach links und dann sehen wir auch noch nach rechts. Und nochmal nach links und dann gehen. Und auch dabei nach links und rechts umsehen. Sehr anstrengend. Die klemmt. Die klemmt? Hm? Verflixt. Die Bank ist zu. Guck doch auf das Schild. Guten Appetit, Boss. Ich hab's dir doch gleich gesagt, Sheriff. Du bist ein toller Verkehrspolizist. Also erst guck ich und dann gehe ich. So. Und demnächst mal wieder die andere Richtung, Sheriff. Mach's gut!